Jahr waren Adventskalender. Und wir neigen uns jetzt ja schon bald dem Ende zu. Aber nichtsdestotrotz, du weißt, dass du alle Videos unabhängig vom Adventskalender nutzen kannst und auch zu deinem machen kannst. So, heute möchte ich nochmal das Tapping aufgreifen, nur mit einer anderen Intention. Und zwar geht es heute um deine Hellsinne und um die Verbindung zur geistigen Welt, um so deinen ganz persönlichen Spirit zu finden, deine ganz persönliche Spiritualität. Und es könnte sein, dass gewisse Ängste, Zweifel, Unsicherheit und so weiter dich blockieren, dich für diese andere Welt zu öffnen. Und hier möchte ich einfach diese wundervolle Technik Tapping mit einbauen. Und am Schluss werden wir noch eine Übung durchführen, wo die Verbindung kappt, die dich daran hindert, deinen ganz persönlichen Zugang zu finden. Und wir werden dann, aber das leite ich dann an, wir werden Herz und Kopf miteinander verbinden. Also wir verbinden hier in dem heutigen Video zwei Tools miteinander. Genau. Was sollst du wissen? Eigentlich lass dich darauf ein. Vertrau mir insoweit, dass du einfach dir gewiss sein kannst, das, was ich mit dir teile, dass ich es selbst immer und immer wieder an mir selbst anwende. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also ich teile hier nichts mit dir, was ich selbst nicht mache. Genau, du darfst es gerne im Sitzen machen, du darfst aber auch gerne stehen. Das ist ganz dir überlassen, also fühl dich da bitte frei. Und dann lass uns starten. Ich werde jetzt während der Session nicht direkt in die Kamera reinsprechen. Ich werde es anschließend aufnehmen und dann reinfügen, nur dass du dich nicht wunderst, weil ich es ein bisschen mit Musik unterlegen will. Und dann ist es einfach auch von der Stimme einfach ein bisschen schöner, habe ich so das Gefühl. Also, dann darfst du dich hinsetzen, in eine aufrechte Position hinsetzen oder stehen und dann lass uns anfangen. Lass uns starten. Setz dich in eine aufrechte Position, gerne auf dem Boden oder auf einen Stuhl und komm jetzt erstmal ganz bewusst in deinem Raum an. Wir tauchen jetzt in ein Feld ein, wo alles möglich ist. Atme ein paar Mal ganz bewusst ein und aus. Jetzt bitte ich dich, in Switching rüber zu gehen. Du nimmst eine Hand zur Faust, eine Hand streckst du flach aus und klopfst abwechselnd jeweils in die Handinnenfläche. Dieses Switching ist eine Neutralisierungsübung. Du öffnest dich für einen neutralen Zustand, für deinen neutralen Zustand und du machst dich offen und bereit jetzt für diese Tapping-Session hier mit allem, was du bist, hier zu sein. Lege nun ganz sanft deine Hände auf deine Oberschenkel und spüre nach. Spüre die Energiewellen, spüre das Kribbeln, die Wärme und die Kälte. Spüre und atme. Einatmen und ausatmen. Sprech mir jetzt laut nach. Ich und all meine Teile sind jetzt offen und bereit, mich für meine Hellsinne zu öffnen. Ich öffne mich für meine sensitiven und medialen Fähigkeiten. Ich öffne mich für die geistige Welt, auch wenn ich nicht weiß, wie. Atme tief ein und aus. Und nun geh mit deinen Fingerspitzen unterhalb deiner Schlüsselbeine und fang hier deine Schlüsselbeine an abzuklopfen.
Ganz sanft und während du klopfst, darfst du mir nachsprechen: Ich liebe und akzeptiere mich mit meiner Angst vor der geistigen Welt und den Energien. Ich liebe und akzeptiere mich, wenn ich mich voll und ganz den Energien öffne. Ich liebe mich voll und ganz, wenn ich mich der geistigen Welt öffne. Ich öffne, öffne, öffne mich der Liebe. Ich öffne mein Herz für das Unbekannte. Ich lasse die Energie der bedingungslosen Liebe in mein Leben fließen. Ich entscheide mich für das Unbekannte. Ich entscheide mich, alles möglich werden zu lassen. Und dann darfst du deine Hände lösen, auf deine Oberschenkel wieder legen und nachspüren, atmen, tief durch die Nase einatmen und ausatmen. Nun geh bitte mit deiner rechten Hand unter deinem linken Arm, da wo dein BH laufen würde. Bitte klopf an dieser Stelle ganz sanft und behutsam. Und auch hier darfst du mir wieder nachsprechen: Ich liebe und akzeptiere mich mit all meinen Selbstzweifeln, mit all meinem Mangel an Selbstwert. Und ich liebe und akzeptiere mich, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, voll und ganz in meinen Selbstwert einzutreten. Und ich glaube an mich und an meine Fähigkeiten, Energien wahrzunehmen. Ich glaube an mich, dass ich die Fähigkeit habe, in Kontakt mit der geistigen Welt zu treten. Es ist für mich sicher und erlaubt, mich spirituell und geistig zu entfalten. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Und dann atme tief ein. Lege deine Hände wieder sanft auf deine Oberschenkel und spüre nach. Einatmen. Und ausatmen. Und geh bitte mit deiner rechten Hand etwas unterhalb von deinem rechten Rippenbogen und fange hier ganz sanft an zu klopfen. Und auch jetzt darfst du mir wieder nachsprechen: Ich liebe und akzeptiere mich mit all meiner Wut, mit all meinem Zorn, mit all meiner Frustration, die ich gegen mich selbst habe, die ich gegen den Energien habe, die ich gegen der geistigen Welt habe oder dem höheren Selbst. All das darf jetzt da sein. Und ich liebe und akzeptiere mich aber auch dann, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, all meine Wut jetzt loszulassen. Ich bin im Frieden mit mir selbst. Ich bin im Frieden mit den Energien. Ich bin im Frieden mit meinem geistigen Team. Ich bin im Frieden mit dem höheren Selbst. Ich bin im Frieden mit dem Universum. Und dann atme tief ein und aus. Hände darfst du wieder sanft auf deine Oberschenkel legen. Und während du über die Nase einatmest, über den Mund ausatmest, spür für einen kurzen Moment einfach nach. Und nun nimm bitte beide Daumen und streichst sie aneinander, so als ob du ein Feuer machen wolltest. Und während du beide Daumen aneinander streichst, darfst du mir nachsprechen: Ich liebe und akzeptiere mich mit all meiner Trauer und all meiner unerlösten Gefühle. Jegliche Trauer gegenüber mir selbst, der geistigen Welt, dem höheren Selbst, dem Universum, darf jetzt hier sein. Und ich erlaube es mir, mich auch dann zu lieben und zu akzeptieren, wenn ich voll und ganz in meiner Kraft und Freude eintrete. Ich verdiene es, in meiner Freude, in meinem spirituellen Kraft zu sein. Ich verdiene es. Ich verdiene es. Jetzt, jetzt, jetzt. Dann leg deine Hände wieder ganz sanft auf deine Oberschenkel und atme hier über die Nase ein und über den Mund aus und spüre nach. Spüre die Bewegung deiner Emotionen in dir.
Spüre, was alles jetzt in Bewegung kommen darf. Jegliche eingekapselten Emotionen dürfen jetzt anfangen zu fließen. Führe nun beide Zeigefinger zueinander, sodass die Nagelkanten im Wechsel einander sich berühren. Und wenn du dies tust, darfst du mir laut nachsprechen. Ich liebe und akzeptiere mich heute mit meiner Fixiertheit. Ich liebe meine Unflexibilität und ich liebe meine starre Struktur. Und auch wenn ich nicht weiß wie, liebe ich heute auch meine Offenheit, meine Kreativität. Ich öffne mich heute für meine Träume, für meine Fantasie, denn ich weiß, dass meine Fantasie die Brücke zu den anderen Welten herstellt. Dafür öffne ich mich heute, auch wenn ich nicht weiß wie. Dann atme tief ein und aus, Hände darfst du wieder ganz sanft auf deine Oberschenkel legen und jetzt erstmal nachspüren. Einatmen und ausatmen. Nun mach bitte eine Hand zur Faust und klopf mit der anderen Seite ganz behutsam die Außenkante von deiner Fausthand. Dann darfst du mir auch hier wieder nachsprechen. Ich liebe und akzeptiere mich heute mit all meiner Verwundbarkeit, mit all meiner Verletzbarkeit. Und ich weiß, umso mehr ich dies in mein Herz lasse, umso mehr öffne ich mich für meine eigene Spiritualität. Umso mehr öffne ich mich für meine eigenen sensitiven und medialen Fähigkeiten. Und auch wenn ich nicht weiß wie, lasse ich es heute zu. Danke, danke, danke. Klopf für einen Moment noch weiter und spür, wie hier deine Verletzlichkeit ins Fließen kommt, wie deine Verletzlichkeit, deine Verwundbarkeit sich bewegen darf. Dann löst deine Hände wieder ganz sanft auf deine Oberschenkel ablegen und spür wieder für einen kurzen Moment nach. Nimm ganz bewusste Atemzüge über die Nase einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Genieße für einen Moment die Stille und die Ruhe in dir. Führe nun zwei Fingerspitzen an deine Stirn etwas oberhalb von deinen Augenbrauen und fange an, diesen Bereich ganz sanft abzuklopfen. Und dann darfst du mir nachsprechen, ich liebe und akzeptiere heute all meine Unsicherheit, die ich in mir spüre, all meine Unsicherheiten gegenüber mir selbst, gegenüber den Energien, gegenüber der geistigen Welt, gegenüber all meiner medialen Fähigkeiten. Und auch wenn ich nicht weiß, wie, liebe und akzeptiere ich aber auch meine Sicherheit in mir. Meine Sicherheit, die auch ein Teil von mir ist, die ganz tief verwurzelt in mir wohnt. Auch dies lasse ich jetzt in mein Herz. Jetzt, jetzt, jetzt. Klopf für einen Moment noch weiter. Und dann löse deine Hand, lege sie auf deine Oberschenkel und spüre nach, auch wie jetzt deine Unsicherheit gesehen wird und ins Fließen gebracht wird. Atme ein und atme aus. Spüre dich, spüre all das, was jetzt in Bewegung kommt und atme. Nimm jetzt eine Hand und führe sie an deinen obersten Punkt von deinem Kopf und klopfe hier
diesen Bereich ganz sanft ab. Und dann darfst du mir auch jetzt wieder nachsprechen. Ich liebe und akzeptiere mich mit meinen spirituellen Fähigkeiten und Potenziale. Und ich bin verbunden mit der universellen Energie. Ich glaube an die Liebe. Ich glaube an mich. Und ich glaube, dass ich hier als spirituelles Wesen im menschlichen Körper hier extra gelandet bin, um hier meine Erfahrungen zu teilen, meine Liebe zu teilen. Dann löse deine Hände, lass sie wieder ganz sanft auf deine Oberschenkel und spüre nach. Atme ein, atme aus. Jetzt wollen wir alle Bänder kappen, die dich daran hindern, deine volle, sensitive und medialen Fähigkeiten zu leben. Nimm eine Hand vor deinem Herzen und pushe dreimal. Push, push, push. Führe deine Hand oberhalb, überhalb deines Kopfes und pushe auch hier dreimal. Push, push. Wundervoll. Führe deine Hand zum Herzen. Push, push, push. Hand nach oben. Push, push, push. Und während du jeweils dreimal pushst, darfst du mir laut nachsprechen. Ich fordere meine Kraft zurück. Ich bin jetzt offen und bereit, meine ganz persönliche Spiritualität zu leben. Ich erlaube es mir, meine Schwingung zu erhöhen und meine Hellsinne zu öffnen. Ich lebe meinen Seelenplan. Ich lebe meine Seelenwahrheit. Ich lebe meine Seelenessenz. Atme tief ein. Führe deine Hände zu deinem Herzen und spüre nach. Spüre, wie alles in dir anfängt zu zirkulieren. Wie alles anfängt in Bewegung zu kommen. Wie all deine Energiebahnen anfangen jetzt zu durchfluten, zu durchleuchten. Wie in dir all deine verborgenen, ausgeschalteten Lämpchen angeknipst werden, wie du von innen heraus jetzt anfängst zu leuchten. Schenk dir selbst ein Lächeln. Schenk dir selbst ein Danke. Sehe selber, wie mutig du bist, deinen ganz persönlichen Weg jeden Tag immer mehr und mehr zu gehen. Und spüre jetzt noch für eine Weile in dir nach. Und du darfst dann in deinem eigenen Tempo wieder in Hier und Jetzt zurückkommen, indem du anfängst, deine Schultern ganz sanft nach hinten zu rollen, tiefer ein- und ausatmest, deinen Kopf leicht nach vorne neigst und ihn ganz sanft, sanft von einer Seite zur anderen ausdehnst, ganz langsam und behutsam. Und vielleicht möchtest du sogar Halbkreise jetzt in deinem Kopf machen. Du dehnst deine Nackenmuskulatur, du wächst dich auf. Und du kommst jetzt immer mehr in Hier und Jetzt an. Sehr gut. Lass dir Zeit. Komm in deinem Rhythmus an. Und ich möchte mich jetzt von ganzem Herzen bei dir bedanken für die Möglichkeit, dass ich diese Tapping Session mit dir teilen durfte. Danke für dein Sein. Danke für deinen Mut. Danke für, ja, dein Licht.